Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 22.07.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, da schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Und da haben wir... Oh, der Finsterbomber ist zurück, Schädellinie ist wieder da, Scully und ein neuer Emote, der Schalenregen. Ja, das wird dann sowas sein wie Make It Rain mit den Geldscheinen, schauen wir einfach mal. So, also wir fangen mal auf der linken Seite an, hier mit der Zuki. Da hatten wir ja gestern bereits ein Gameplay-Video zu hochgeladen. Ist oben verlinkt in der rechten Ecke. Schauen wir doch einfach mal, wie sich die Noten von der Zuki entwickelt haben. Oh, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, da haben wir 4,04 von 5 bei 25 Votes. Bereits jetzt 50 Reminders. Dann haben wir diese Kupferwespe. Dann gucken wir mal, wie sich da die Noten entwickelt haben. Das hat sich nicht wirklich gebessert. Immer noch 2,75 von 5 bei 16 Votes. Und nur 5 Reminders. Jo, dann kommen wir hier zu dem Finsterbomber. Und das ist natürlich der absolute Mega-Kult-Skin. Ne? Der Teil kriegt von mir 10 von 10. Dann haben wir ein Voting von 4,35 von 5 bei 144 Votes. Am 5. Oktober 2018 ist das erstmal drin gewesen. Seitdem 9x 460 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen. Das Donnerross. Die Partikel sind natürlich mega, mega geil. Für 1200 V-Bucks das Teil. Ist reaktiv. Gucken wir mal hier. Kriegt natürlich, also für mich eine der geilsten Picken des ganzen Spiels, kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,52 von 5 bei 64 Votes am 5. Oktober 2018. Das war drin gewesen. 9x seitdem 129 Reminders. Letztes Mal im Job auch vor 35 Tagen. Dann haben wir Glyphe der Dunkelheit. Auch der mega cool. Obwohl es ein Standardgleiter ist, kriegt er von mir 7 von 10. Er hat hier ein Voting von 4,28 von 5 bei 58 Votes am 5. Oktober 2018. Das ist mal drin gewesen, 11 Mal seitdem. 61 Reminders. Jo, dann sind wir hier bei Schädelines Spalter, bei dem Scully Set. Und das Teil finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so toll. Hier gibt es zwei verschiedene Styles. Ja. Kriegt von mir 6 von 10. Der Scully Splitter. Und er hat hier ein Voting von 3,65 von 5 bei 20 Votes. Am 14. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem 4 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 61 Tagen. Also knapp 2 Monaten. Dann haben wir die Schädeline. Das ist Scully. Da finde ich persönlich diese hellere Version doch ein klein wenig besser. Und Scully kriegt von mir 8 von 10. Er hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei 59 Votes. Ja, 6 Mal im Shop, 50 Reminders. Zusammen das letzte Mal mit dem Splitter drin gewesen. Dann kommen wir zu den Daily Items. Und dann gehen wir einfach mal hier diese Reihe nach so durch. Fangen wir den Zusammenreißer an. Den finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so krass. Kriegt von mir 7 von 10 für 200 V-Bucks das Teil. Es ist der Lock It Up und der hat hier ein Voting von 3,38 von 5 bei 16 Votes am 3. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, 3x seitdem 40 Reminders. Setzen wir im Shop vor 26 Tagen. Dann kommen wir zu den royalen Muckis. Für 200 V-Bucks finde ich ganz witzig. Kriegt von mir 8 von 10. Die Gun Show hat hier mega schlechte Noten. 2,5 von 5 bei 8 Votes nur. Am 4. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 17 Mal seitdem 10 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen. Den Dreierstern finde ich ziemlich cool. 7 von 10. Ist der Tristar. Und er hat hier ein Voting von 4,21 von 5 bei 14 Votes. Am 18. März 2019 ist das mal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 7 Reminders. Letztes Mal Shop vor 18 Tagen am 4. Juni. Dann haben wir den Ether. Den. Ja. Passt
passt halt da in diese aktuelle Season ganz gut rein. Ich bin immer gespannt, was das Thema der nächsten Season sein wird. Für 1500 V-Bucks jeder Ether kriegt von mir aber nur 6 von 10. Da hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 35 Votes am 19. Mai 2019 ist das mal drin gewesen. Viermal seitdem 33, wir meinen das. Jetzt mal im Shop vor 34 Tagen. Dann haben wir die Schnorchel-Ops. Finde ich so grausam für 1200 V-Bucks das Teil. Also ich weiß, es ist hammerbeliebt, aber ich finde den schrecklichen. Der kriegt von mir nur 4 von 10. Ich will nicht mit einem Schnorchel auf der Map rumrennen, ey. So. 4,16 von 5 bei 79 Votes am 19. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 27 Mal seitdem 151 Stream meines letztes Mal im Shop vor 28 Tagen. Nun, dann kommen wir zu dem neuen Item von heute. Das ist dieser Schalenregen-Emote. Den gucken wir uns jetzt mal an für 500 V-Bucks. Völlig Banane, ja. Also man hat hier Affen im Hintergrund, im Sound, man hat Hunde. Und anstelle von den Geldscheinen macht er hier die Bananen. Also ich muss sagen, ich finde den ziemlich Banane. Völlig Banane. Das passt ganz gut. Dieser Schalenregen ist ziemlich grässlich und kriegt von mir, oh Gott, 4 von 10. Ich glaube, das ist so ziemlich die schlechteste Bewertung, die ich jemals einem Emote gegeben habe. Ich weiß nicht mehr, doch. Gucken wir mal in die Noten rein. Und da haben wir momentan ein Voting von, ach du Schande, 1,5 von 5 bei 6 Votes. Ja, ein Reminder. Ich traue mich gar nicht mehr dahin zurückzuklicken. Und schnell da raus hier, weil dieser Sound ist auch ganz gräuslich. Ja, wenn euch der heutige Shop trotzdem irgendwie gefallen hat, also jetzt, ich meine, es sind ein paar geile Items dazwischen. Mein Highlight ist tatsächlich hier der Dark Bomber, der Finster Bomber. Also dieses Set ist einfach nur der Oberknaller. Gerade dieses Donneross ist mega geil. Ja, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, tragt unseren Creator-Code bitte ein, es dauert vielleicht 2 Sekunden und ihr würdet uns damit sehr unterstützen. Ja, und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite, Daily Shop News mit mir, mein gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.